Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Tagesenergie am 16. August 2019 nach Maya-Kalender. In diesem Maya-Kalender gibt es 20 Wellen. Diese Wellen bedeutet Schwingungen, Töne oder Frequenzen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Das ist so ähnlich wie in unserem Kalendersystem die 7-Tage-Wochen. Die Zahl 20 und die Zahl 13 sind die heiligen Zahlen, die Mayas. Und 20 mal 13 ergibt 260 Tagen, so lange dauert ein Zyklus. Und diese 260 Tagen steht in Verbindung zum dem platonischen Jahr, 26.000 Jahren bis unserem Sonnensystem durch Alkyone, diese Zentralsonne, sich bewegt. Das hängt alles zusammen. Auch die Portaltage hat damit zu tun. Wir befinden uns gerade im letzten, in diesem 20. Welle. Und diese Welle wird von Lamat beherrscht. Diese Welle dauert bis 27. August 2019. In diesem Zeit ist die Welle der Fruchtbarkeit. Und das bedeutet die Zeit zum Wandlung. Lamat bedeutet übersetzt Samen. All das, was wir sehen, das werden wir auch ernten. Eine gute Zeit für Neuanfang. Lamat steht in Verbindung zum Mond, Energie und steht in Verbindung zum Venus, Energie, also ein ganz ausgeprägten weiblichen Energieform, bedeutet auch Fruchtbarkeit, bedeutet auch Empfängnis. In diesem Zeit empfangen wir etwas, also wir können mit Überraschungen rechnen. Das ist die Zeit für Liebe, Harmonie, Schönheit und Kreativität. Der heutige Tag ist schon eine Wandlung und zeigt Verbindungen, Kontakte. Es ist nicht nur Liebe und Partnerschaft, sondern auch anderen Kontakte, Freundschaften, Bekanntschaften oder Terminen, Verträgen. Im heutigen Tag wird uns etwas gespiegelt und wir sollen in diesem Spiegel schauen und etwas auch erkennen. Die heutige Tagesenergie heißt Muluk und das bedeutet das Fluss des Lebens. Etwas kommt in Bewegung und das ist eine fließende Energie. Hat auch mit Wasserelement was zu tun und Wasserelement steht in Verbindung zu unseren Gefühlen. Also wir sollen auch intuitiv sein, unserem Gefühl achten und danach handeln. Im heutigen Tag ist auch wichtig, die inneren Gleichgewicht, die inneren Harmonie. Geben und nehmen sollen wir auch im Gleichgewicht halten. Diese Energie Muluk hat mit Vergangenheit, mit Erinnerungen auch etwas zu tun. Auch karmischen Themen, karmischen Erinnerungen. Es ist heute wichtig, noch die Feuerelement wahrnehmen und etwas mit Begeisterung starten. Dabei sollen wir auf unserem Herz hören und das vertrauen. Es ist eine gute Energie für Herzöffnung. Die heutige Tagesenergie, die Energie von Muluk, steht in Verbindung zum Jade. Das hat eine heilende Wirkung und steht diese Energie in Verbindung zu unserem Hand, was die Handlungen symbolisiert
und auch zu unserem Herz. Herzöffnung und nach unserem Herz handeln. Das Herz ist wie eine Schatztruhe. Das sollen wir öffnen. Es ist alles drin, was wir lieben. Unsere Berufung oder Hobby oder Kunst, Kreativität oder Natur oder Familie oder Freundschaften oder Reisen und natürlich die Liebepartnerschaft. Und das war meine Botschaft aus diesem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.